Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag hier. Ich möchte als erstes mal was zu diesem Raum hier sagen. Und zwar arbeite ich bereits in der dritten Generation mit Metall. Und mein Vater hat, als er sich 1999 zur Ruhe gesetzt hat, die Werkstatt meines Großvaters und seine verbleibende Werkstatt, seine eigene, als kleines Museum eingerichtet in Köln, was dann nur ein paar wenige Jahre existierte, weil er die Räume dann abgeben musste an seinen Nachfolger, der dann quasi die Messingproduktion übernommen hat. Mein Vater und mein Großvater waren Görtlermeister, ich selber bin Silberschmiedemeister. Das sind beides Berufe, die oft mit irgendwelchen Vorstellungen verbunden sind, die nicht der Tatsache entsprechen. Also Görtler und Silberschmiede bauen Gebrauchsgegenstände und Ziergegenstände aus Bunt- und Edelmetallen. Um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Heute geht es für mich um ein Thema, mit dem ich mich ganz intensiv seit 1993 beschäftige. Also seit 21 Jahren jetzt. Und das ist das Thema Klang. Metall klingt und wie man Metall zum Klingen bringt und warum und wieso Metall klingt und unter welchen Bedingungen es wie klingt, darüber möchte ich ein bisschen was erzählen heute. Und nicht nur erzählen, sondern auch was vorstellen. Ich fange einfach mal damit an, die Frage wird mir halt oft gestellt, ja, warum klingt denn das so? Das ist immer so frei in den Raum gefragt, warum klingt denn das so? Es hat natürlich etliche Gründe. Der äußerste Grund von der ganzen Version ist die äußere Form. Je nachdem, welche Form das nun mal hat, klingt es anders. Dafür habe ich jetzt mal hier drei Beispiele mitgebracht. Alle drei aus genau demselben Blech gebaut. So, ich brauche den Zwiebel noch dazu. Das ist ein kleiner Gong, ein Mini-Gong sozusagen. Das ist ein Stück 30 cm großes Bronzeblech, 2 mm dick. Das ist aus genau dem gleichen Blech gemacht. Klingt völlig anders. Von der Form her eigentlich eher ein Schlagzeugbecken, vom Klang her überhaupt nicht. Da gibt es auch noch eine extra Geschichte zu dem ganzen Objekt, aber wenn ich die alle erzählen würde, dann wären wir heute Abend. So, und das dritte, was man aus dem gleichen Blech machen kann, das ist jetzt nicht ganz das gleiche Blech, das ist Neusilber, aber vom Material her klingt es fast genauso wie Bronze. Es ist kaum ein Unterschied. Das ist eine Klangschale. Genau die gleiche Größe, Klangschalen zum Beispiel und unterschiedlich dickes Blech. Das ist jetzt nochmal das gleiche Material, also 2 mm. Klingt so. 3 mm klingt so. Das hört man kaum. 1 mm Blech, ich nehme ihn mal auf die Hand. Leise, zart, hat aber einen viel tieferen Grundton. Das heißt, je dicker das Metall wird, desto höher ist der Ton und desto lauter kann man ihn spielen. So, was eigentlich auch ganz einfach und logisch ist, ist die Größe, die auch, spielt auch eine Rolle. Wie groß ist das? Das ist bei allen Instrumenten eigentlich immer das Gleiche. Wieder der Ausgangston, die Mitte. Wenn es kleiner wird, wird es höher. Größer wird der Ton tiefer. Das ist jetzt sozusagen mal die grobstoffliche Ebene. Welche Form hat das Metall? Das gehört alles zur Form dazu. So, jetzt können wir mal in die atomare Ebene steigen. Klingt sehr dramatisch, ist eigentlich nur zu unterscheiden durch die Materialauswahl. Das heißt, jedes Metall klingt anders. Ich habe jetzt mal nur zwei verschiedene Beispiele, aber die machen das sehr deutlich. Thank you.
Da haben wir zwei verschiedene Metalle, das ist alles gleich. Die Größe, die Form, weitgehend Größe. Das ist ja alles Handarbeit, deswegen unterscheidet sich das ein bisschen immer. Klingt doch deutlich unterschiedlich. Das ist Eisen, das ist Neutron. Eisen hat einen sehr viel helleren Klang. Also wenn ich jetzt das mal vergleiche mit einer Nummer kleiner, die klingt fast gleich von der Tonhöhe. Jetzt kann man natürlich noch den Klang, die Klangqualität vergleichen. Also Eisen verklingt schneller, hat eine bisschen andere Obertonstruktur und so weiter. Also das ist einfach Steel Drum Klang, der ist ja deswegen Stahltrommel. Das ist so eine ganz bestimmte Art von Obertönen, die das mit Material erzeugt. So, für mich selber am spannendsten ist der Bereich dazwischen. Das heißt, nicht die atomare Ebene und nicht die grobe Form. Man könnte denken, Molekularebene stimmt nicht ganz, weil Metalle keine Moleküle bilden, wenn sie rein sind, sondern es ist ein Kristallgefüge, eine Kristallstruktur, wie das Metall innerlich beschaffen ist. Und zwar jedes Metall, aber jedes für sich reagiert da wieder anders drauf. Um das jetzt mal zu erläutern, möchte ich ein bisschen weiter ausholen, das heißt, das wird jetzt der Hauptteil sein. Dazu habe ich als erstes mal zwei Kindheitserinnerungen mitgebracht. Diese hier ist zum in die Hand nehmen. Einfach mal fühlen, mit geschlossenen Augen am besten, wie sich die beiden Stücke anfühlen. Mit diesem Gefühl bin ich aufgewachsen. So, und die zweite Kindheitserinnerung. Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Das hat meine große Tochter für mich gemalt, nach einem Foto von mir aus meiner Kindheit, da bin ich aufgewachsen. Plön am See, war nicht der Plöner See, sondern der Trammersee. Und eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen ist, wenn ich abends bei so einer Stimmung, bei Sonnenuntergang auf den See rausgerudert bin und mein Großvater auf seiner Terrasse stand und einen Gong gespielt hat, den er selber geschmiedet hat. Das hier ist ein Gong meines Großvaters, der allerdings nicht der aus Plön ist, sondern aus dem Haus seiner Schwiegereltern. Das muss einer aus seiner absoluten Frühzeit gewesen sein. Da steht außerdem noch ein Spruch drauf, lobe den Herrn meine Seele. Das zeigt für mich schon, dass es damals auch, obwohl es eigentlich Essensfonds waren, für ihn um mehr ging, als nur um die Leute zum Essen zu rufen, sondern dass es auch eine geistige Botschaft dafür für ihn, für Gongs bauen zu dürfen. So, die Geschichte geht weiter. Hier habe ich einen Gong, den habe ich nur für heute zur Verfügung bekommen von meinem Bruder. Und zwar ist das ein Gong, den mein Vater gebaut hat. Das heißt, die Tradition ging weiter. Den Schlegel hat, gesagt, der Bruder selber gemacht, dann von meinem Vater. Die Familie wird immer mit einbezogen. Das ist jetzt noch wie meine Tochter hier. Das war also tatsächlich der Hausbaum aus Plön, da mit dem ich aufgewachsen bin, mit diesem Klang. So, und als ich Geselle war, habe ich dann irgendwann meinen Vater angerufen und mir im Telefon erklären lassen, wie man Gongs baut. Ich wollte das ja unbedingt wissen. Jetzt schiebe ich noch eine Sache dazwischen. Ich bin ja Silberschmiedemeister und in der Blütezeit der Silberschmiede war dieser Beruf in drei verschiedene Berufsgruppen aufgeteilt noch. Blütezeit, das war wahrscheinlich Barock hauptsächlich, da gab es den Hohlwarenschmied. Der hat Gefäße gebaut. Ich habe hier als Beispiel mal zwei Becher, aber Kannen und Krüge und Kerzenhalter und all sowas, das gehört eigentlich auch dazu. Dann gab es den zweiten Beruf, das war der Besteckschmied. Das hier ist der erste Löffel, den ich in meinem Leben geschmiedet habe. Da habe ich eine Woche für gebraucht.
wenn man das mal umrechnet, was so ein Löffel dann kosten müsste. Also normalerweise darf ein Löffel beim Schmieden 1 bis 2 Stunden dauern. Da vorne ist auch ausgelegt mal wie ein Löffel, der Werdegang eines Löffels. Also er wird tatsächlich, Löffelbestecke werden tatsächlich so warm geschmiedet, richtig im Schmiedefeuer, glühend gemacht, das Silber, und dann mit dem Hammer bearbeitet. Das habe ich auch gelernt. Und der dritte Beruf, auch ein Lehrberuf, der auch 3 Jahre gedauert hat, das war der Tablettschmied. Ich habe dadurch, dass ich zu Hause so viel mitgekriegt habe von der Arbeit, war es mir nach 3 Jahren Lehrzeit in der normalen Silberschmiede, das heißt, ich habe an der Schule gelernt, wo ich also viele Übungsstücke gemacht habe, habe ich dieses Tablett gebaut. Das war am Ende meiner Lehrzeit quasi die letzte Arbeit. Und das Problem beim Tablettschmieden, und deswegen war das ein langer Lehrberuf, wenn man einmal daneben haut, dieser ganze Boden ist übergehämmert mit einem flachen Hammer. Einmal daneben und man hat so einen Knackfrosch drin, wie man das also von den Twist-Off-Gläsern kennt. Und das wieder rauszukriegen, das ist wirklich eine Kunst. So, ich habe das jetzt dazwischen geschoben, weil das für mich überhaupt die Voraussetzung war, Waggons bauen zu können, in der Art, wie es in meiner Familie üblich ist. Dennoch, ich habe meinen Vater angerufen, mir das am Telefon erklären lassen, wie das geht. In Berlin, im Hinterhof, fing an zu hämmern, habe mir ein Stück Messing gekauft und klopfte und klopfte und meine Nachbarn wurden langsam bekloppt. Und es war für sie unerträglich und ich habe nach einer Woche verzweifelt aufgegeben. Mein Vater hatte mir damals dazu gesagt, dass ich auf keinen Fall mit Feuer rangehen darf, dann ist der Klang weg, ist der Klang kaputt. Ja, habe ich mich dran gehalten, ich kannte das ja noch nicht anders. So, und dann mache ich einen Zeitsprung von 5 Jahren. Ein Jahr nach der Meisterprüfung habe ich dann angefangen, mich mit Klangschalen zu beschäftigen. Und da habe ich eine Erfahrung gemacht, die will ich euch jetzt auch mal vorstellen. Ich habe ja vorhin ein paar Vergleichsklangschalen vorgestellt, hier sind noch 2. Die sind beide aus Bronze, beide gleich groß, gleich dick. Hier gibt es aber einen anderen Unterschied. Das eine ist die. Und das andere ist die. Was ist der Unterschied? Ja, was ist das? Kleine Einheit, aber was in der Fertigung vorabgegangen ist, also das ist die Metallstruktur wahrscheinlich, also was die dadurch beeinflusst ist. So klingt reines Kupfer ungefähr, wenn man da Klangschalen rausbaut. Das war ich ja das machen. Im Gegenteil. Die hier ist frisch und im Hammer gewesen gestern. Wenn sie eine Woche steht, klingt sie doppelt so lange. Entspannt. Aber nie so lang wie die hier. Die wird nochmal ausgeglüht. Hier ist das gleiche nochmal, wenn sie direkt aus dem Feuer kommt. Manchmal sind die so schön, dass ich sie so lasse. Es klingt erheblich länger und obertonreicher. Wenn sie zum Schluss nochmal geglüht werden. Und das war für mich ein spannendes Aha-Erlebnis. Und zwar nicht nur geglüht, das habe ich im Laufe der Jahre erst entdeckt. Ich kannte das eben so auch eine Kindheitserinnerung, als ich anfing zu hämmern. Bei meinem Vater in der Werkstatt, durchs Hämmern wird das Metall hart, glüht man es aus, steckt es in Wasser, ist es wieder weich, kann man weiterarbeiten. Was wirklich nicht nur bei Kupfer, bei Messing, bei Bronze, bei Neusilber, bei Eisen, selbst bei Eisen ist es so. Also nicht Werkzeugstahl, sondern sogenannter Baustahl, also Eisenblech, Tiefziehblech verwende ich. Das sogenannte Tiefziehblech, das ist gut für Kaltverglühen. Das wird durchs Hämmern immer hart und durchs Glühen wieder weich. Und zwar auch dann, wenn es wieder abgekühlt ist. So, was ich entdeckt habe mit der Zeit ist, wenn ich es ganz langsam abkühlen lasse, ist dieser Effekt zum Schluss noch stärker. Was mir im Laufe der Jahre überhaupt erst bewusst geworden ist, und da arbeite ich eigentlich seit 2 Jahren erst so richtig bewusst damit, ist, was passiert eigentlich innen drin, wirklich, in diesem Kristallgefüge. Ich nehme mir mal diese beiden Bleche wieder. Das gehört nämlich auch dazu. Und ich habe den Unterschied gemerkt. Also ich bin damit aufgewachsen, dass so ein
Stimmt, gehämmertes Metall, was Lebendiges ist. Das ist ein lebendiges, organisches Material. Während so ein Stück gewalztes Blech ist tot, steril. Auch da wieder, was passiert eigentlich innen drin? Dass das nicht nur an der Oberfläche was verändert an dem Metall. Auch das habe ich eigentlich erst durch die Erfahrung mit den Klängen gelernt. So. Das Interessante ist, dass ich jetzt gerade eine Arbeit gefunden habe, wo das wissenschaftlich erklärt wird. Ich lese euch mal den ersten Absatz vor, dann geht es euch wahrscheinlich genauso wie mir damit. Der wichtigste Parameter zur Beschreibung der Anisotropie polykristalline Werkstoffe ist durch die Textur gegeben. Eine geregelte Textur, bei der die Kristallite einer Phase bestimmte Vorzugsorientierung innehaben, bewirkt durch die über die Gitterstruktur der Kristallite bedingte Anisotropie physikalischer Eigenschaften eine solche auch für das polykristalline Material. Ich glaube, das reicht schon. Ich habe diesen ganzen Absatz 5-mal lesen müssen, um zu begreifen, dass da auf eine wissenschaftliche Weise nachgewiesen worden ist, das, was ich einfach aus jahrelanger praktischer Erfahrung kenne. So, jetzt versuche ich das mal ein bisschen anschaulicher zu erklären. Und dafür habe ich diese Tafel vorbereitet. Es geht jetzt ein bisschen zu wie in der Schule, aber nicht lange. So, am besten können das so alle sehen. Metalle haben eine mikrokristalline Struktur. Das heißt, es ist, wenn sie erstarren, sind das sogenannte Kristallite. Hier oben sind zwei Fotos vom Elektronenmikroskop. 200 Mikrometer steht da dran. Könnt ihr euch nachher auch mal bitte näher angucken. Das heißt, wenn man Metall anätzt und fotografiert und mit Polfilter, kriegt man solche Strukturen. Das ist quasi die Wachstumsstruktur, wenn Metalle erstarren. Diese Struktur ist wesentlich mitverantwortlich dafür, wie ein Metall klingt. Also jedes Metall klingt natürlich anders, aber für den Klang, also wenn ich jetzt mal nur von Bronze ausgehe, das hier ist glaube ich Aluminium, das wird wohl Stahl sein, ich weiß es nicht genau. Jedes Metall hat seine spezifischen Klangeigenschaften, aber diese Klangeigenschaften hängen auch wiederum davon ab, was für eine Struktur hat dieses Material gerade. Es ist für mich eigentlich logisch. Nur was? So, wenn man Metall bearbeitet, fängt das meistens an, damit dass man ein Erz ins Feuer tut und das ordentlich bearbeitet, dass es erstmal flüssig wird und dann wird es gegossen. Gegossenes Metall klingt auch. Bekannt sind die Glocken, Kirchenglocken. Die japanische Klangschalen werden auch gegossen und dann abgedreht. Das sind so kleine, die meistens sehr hellen Klang haben. Das gibt eine ziemlich grobe Struktur, weil das ist ja frisch auskristallisiertes Metall. Das sieht man manchmal sogar, wenn man gießt, wenn man eine Guss, das sieht man so an der Oberfläche sogar so eine Kristallstruktur so ein bisschen noch. So, und dann in Asien werden Gongs und Klangschalen geschmiedet. Das heißt, diese gegossene Platte wird glühend gemacht. Der Eisenschmied sagt warm schmieden, bloß nicht heiß schmieden sagen, dann beleidigt man ihn damit. Also es wird warm geschmiedet. Dabei wird dieses Gefüge erstmal zerstört, das heißt es wird feiner, es wird ein bisschen verfeinert. Das ist jetzt hier das Beispiel dafür, man sieht es ist ein bisschen feiner, ich habe das so gezeichnet, einfach schematisch. Jetzt gehe ich mal noch einen Schritt weiter zurück in die Geschichte, die noch vor meiner Familie liegt. Und ich hole mal ein bisschen hier nach vorne. Damit ihr das ein bisschen besser sehen. Metall bekommt, wenn es gegossen wird, eine Kristallstruktur. Hier sind Abbildungen, die ich im Internet gefunden habe, von elektronenmikroskopischen Aufnahmen von dieser Kristallstruktur. Besonders demonstrativ finde ich das immer bei Zinn. Es gibt das berühmte Zinngeschrei, kennt ihr das? Müsst ihr mal ganz leise sein. Wenn es nicht geht, gebe ich es mal um, dann probiert es selber mal. Hört man es? Oh, das wird gebrochen. Also, wenn man Zinn biegt, hört man es richtig, wie das Kristallgefüge zerbricht da drin. Und
Könnt ihr auch nachher nochmal selber probieren, wenn es so noch geht. Jedenfalls, dieser Gong hier, jetzt muss ich die Geschichte von diesem Gong erzählen. Ich habe den bekommen, weil ich den reparieren sollte. Das war ein Experiment, ich sollte probieren, ob das geht. Das heißt, hier war irgendwo ein kleiner Riss, ich habe den zugelötet, der Gong ist abgekühlt, dann gab es einen lauten Knall, weil der Riss so lang. Man sieht es hier an der Spur. Dann habe ich diesen Riss zugelötet, es ging auch noch. Und dann gab es noch einen lauteren Knall und seitdem ist der Riss so. Das heißt, es funktioniert nicht. Das hat damit zu tun, dass das eine harte Bronzelegierung ist, die wird gegossen und warm geschmiedet im Schmiedefeuer. Und zwar muss der Gong im Ganzen glühend gemacht werden. Und das konnte ich nicht. Ich hatte nicht so ein großes Feuer. Das ist... Das klingt aber auch, wie man hört. Also, wenn Metall gegossen wird, hat es ein grobes Kristallgefüge. Also, es hat ein grobes Kristallgefüge. Wenn es geschmiedet wird, wird dieses Gefüge, ähnlich wie ich das jetzt mit dem Zinn vorgeführt habe, zerbricht es und wird etwas feiner. Das ist asiatische Tradition. Nein, es ist eigentlich immer so gewesen mit Metallen. Nur in Europa gab es die Industrialisierung. Und da wurden dann Walzwerke erfunden, weil es eine unglaubliche Arbeit ist, einfach ein Stück Metallklumpen, ein Barren auszuschmieden zu Blech. Und es ist doch erheblich einfacher, wenn man das Blech irgendwie mechanisiert, etwas einfacher dünn kriegt. Das soll ich jetzt mal diese Walze mit, das ist natürlich kein Walzwerk. Die Industrie hat dann viel größere Maschinen. Aber einfach mal, um das zu demonstrieren, hier müssen wir mal die Größe bestellen. Doch, jetzt geht's. Also wird da durchgezogen, dann wird es enger gestellt, nochmal durchgezogen. Und ihr seht, man muss schon bei so einem kleinen Teil ein bisschen Kraft aufwenden. Es ist übrigens warm geworden dadurch sogar. Und könnt ihr euch vorstellen, wenn die da so Blechtafeln von 1 Meter Breite durchschieben, was für Kräfte da walten müssen und was für Riesenwalzen das sein müssen. Ich habe gelernt, eine optimale Walze ist hier im Querschnitt quadratisch. Sonst drückt sie sich immer noch hoch und das ist ungleichmäßig dick. Und das geht um Zehntel Millimeter oder Hundertstel Millimeter in Genauigkeit, die stimmen müssen. So, was passiert mit dem Kristallgefüge? Wir bekommen so ein Kristallgefüge. Das wird in die Länge gezogen, in die Länge gestreckt. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen eine wissenschaftliche Untersuchung darüber gefunden, wo die das mal genau erforscht haben, wie auch die das sich in unterschiedlicher Richtung unterschiedlich benimmt. Die haben das durch Zerreißproben gemacht. In Längsrichtung und in Querrichtung reißt das unterschiedlich, das Metall. So. Diese Metallstruktur, dieses Gefüge klingt auch. Die klingen alle. Und alle werden sie für verschiedene Klangkörper auch tatsächlich benutzt. Und die klingen auch nicht schlecht. Ich höre den Unterschied aus Übung. So, aber dafür habe ich auch ein Beispiel mit, was auch wieder eine kuriose Geschichte hat. Aber einfach nur als Beispiel, das ist dieser Gong da hinten, der sieht ein bisschen wüst aus. Das war aber mal so ein typischer europäischer Gong aus gewalztem Blech. War, sag ich, weil der mal in einem Haus lag, was abgebrannt ist. Danach habe ich ihn bekommen, dann war er richtig verzogen von der Hitze und habe ihn nochmal überarbeitet und seitdem klingt er wieder wie Gong. Wahrscheinlich hat sich das Gefüge dadurch auch schon ein bisschen verändert, ist also nicht mehr ganz original. Aber der klang wahrscheinlich auch nicht. Aber ich finde, man kann ihn immer noch ganz angenehm hören. So, ich hatte ein Jahr lang Erfahrung mit Klangschalen. Selber Klangschalen bauen und eben auch diese Erfahrung mit dem Feuer schon gemacht und war dann auf Kundensuche. Mich kannte ja keiner. Es wusste keiner, dass es in Deutschland jemand gibt, der Klangschalen baut, der so verrückt ist, sich diese Mühe zu machen, von Hand Klangschalen zu hämmern und das in Deutschland. Also musste ich die Leute suchen und habe geguckt, wo findet man welche. Das erste Mal bin ich in Berlin durch die Esoterikläden gezogen, haben sie ganz voller Begeisterung gekauft, weil sie einfach gut sind. Am zweiten Mal haben sie nur ein paar gekauft, waren etwas skeptisch und beim dritten Mal haben sie abgewunken, die Kunden wollen alle was Exotisches. Muss mindestens Tibet sein. Damals hieß es immer noch tibetische Klangschalen.
Ja gut, dann muss ich also wieder gucken, was mache ich nun. Und dann entdeckte ich, dass es bei mir ganz in der Nähe ein Gong-Konzert gab. Ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt gab. Ich kannte ja eigentlich nur die Gongs so von aus meinem Elternhaus. Und das war so dicht dran, da konnte ich zu Fuß hingehen. So 10 Minuten zu Fuß. Da bin ich natürlich hingegangen und habe dann ein paar Flyer gemacht noch, fotokopiert damals, und so der Gas noch nicht. Und wollte die denn da verteilen. Und habe nachher den, ich war völlig baff, was man da für Klänge rauskommt. Und das war jemand, der hat die europäischen Blechgongs grundsätzlich abgelehnt. Er hat gesagt, die mag er überhaupt nicht vom Klang. Der hat also nicht nur solche gehabt, der hat also wirklich ein buntes Spektrum, Schamanengongs und sonst wo, alles mögliche. Johannes Oehlmann, der ist ziemlich bekannt gewesen auch damals, hat sich dann auch aus Berlin zurückgezogen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Aber das war äußerst spannend. Und ich dachte, jetzt ist die Gelegenheit, am nächsten Tag probiere ich das nochmal, ob ich meinen Gong noch hinkriege. Dieses Blech, was da nach einer Woche in die Ecke geflogen ist, weil ich es nicht hingekriegt habe. Und das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ist, dass ich es ausgeglüht habe. Es ging einfach nicht anders. Das Blech war so hart gehämmert und krumm und verzogen, ich konnte es gar nicht mehr weiter bearbeiten. So, und dann habe ich eine Stunde gebraucht und dann war der Gong fertig, so wie er jetzt auch noch ist. So, und dann war ich natürlich gleich ganz mutig und habe das erste Mal, habe dann als nächstes versucht, einen Alpaka-Gong zu bauen, aus Neusilber, so groß, wie ich das eben bekommen konnte, das Metall. Das war 60 cm Breite und das war ein unglaublicher Kampf. Das Zeug ist also, wenn es weich geglüht ist, noch härter als das Messing, wenn es hart gehämmert ist. Und es war ziemlich grausig. So. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, grundsätzlich, ist, wenn ein Gong so gebaut wird, dann bleibt das Kristallgefüge vom gewalzten Blech erhalten. Also dieses dritte. Wenn man das so bearbeitet, wie ich das gelernt habe in der Familie, das kann man hier auch sehen, der ist sehr, sehr akribisch übergehämmert, und zwar von hinten. Auf dem Stahl, auf einer Stahlunterlage. Da benimmt sich das Metall völlig anders. Das ist im Grunde das Gleiche, was ich vorhin sagte, mit dem Tablett. Aber es ändert auch was in dem Kristallgefüge. Es ändert es aber nur halb. Das heißt, halb geändert durchs Hämmern ist das, was ich mit dieser Klangschale vorgeführt habe. Wenn das gehämmerte Metall, also wenn erstmal das gewalzte Blech so gehämmert wird, zerbricht das Gefüge. Diese längst gestreckten Teile zerbrechen, so wie wir das bei dem Zinn auch gezeigt haben. Wenn man es dann ausglüht, passiert eine Rekristallisation. Das heißt, diese Kristalle entspannen sich, bilden neue, kleinere Kristallite. Das heißt, das Gefüge ist viel feiner dann. Bei dem hier wird es nicht so fein. Aus dem Grund, dass es ja schon glühend ist, in dem Zustand, wo es normalerweise die Rekristallisation stattfindet. Das heißt, es zerbricht auch nicht so. Und dann kommt noch was dazu. Das habe ich hier auf der Rückseite aufgezeichnet. Aufgemalt. Es kommt auch darauf an, was drunter liegt. Je nachdem, was man drunter tut als Unterlage, bewegt sich das Metall in eine andere Richtung. Das heißt, hier, wenn das Holz drunter ist, wird es mehr oder weniger gebogen. Und hier wird es richtig gequetscht. Und durch dieses Quetschen wird das Gefüge noch mehr zerbrochen, verfeinert. Und entsprechend noch schneller hart, auch beim Hämmern. Und die eigentliche Schwierigkeit, das ist wieder die des Tablettschmiedes, wenn man da drauf rumhämmert, auf dem Stahl runter, quetscht das Metall ja irgendwo hin. Das muss ja irgendwo hingehen. Das heißt, ein Hammerschlag und das Metall wölbt sich. Und dann muss man dieses gehämmerte Metall nach außen ziehen.
Und das ist die Kunst, ein Tablett zu bauen. Oder eben einen Gong, so wie ich das mache. So. Dann bekam ich irgendwann, nachdem ich dann schon einige Jahre Erfahrung hatte mit Gongs, die Anfrage, ob ich nicht mal für einen Messestand, wo große LKWs ausgestellt werden sollten, einen Gong mit 1,40 Meter Durchmesser machen könnte. War schon eine Herausforderung. Ja. Vor allen Dingen, und dann sollten da immer auf der Bühne zwei Sumo-Ringer kämpfen und immer wenn die Runde zu Ende ist, sollte der jemand auf diesen großen Gong hauen. Ich kann nur sagen, die Leute haben keine Ahnung, was ein Gong eigentlich ist. Aber ich, irgendwie hat das in mir Fuß gefasst, diese Idee. Nur, wie komme ich an so große Blech? Die großen Großindustriellen oder Großbetriebe für Gongs, die können vielleicht mal so ein Walzwerk anhalten und einen Tag lang das Blech quer durchschieben. Die Walzwerke liefern Blech in 1 Meter Breite. Es gibt, soweit ich weiß, in Deutschland ein einziges Walzwerk, was eine Walze hat, die 2 Meter breit ist. Aber die stellen nur Bleche her, die in 1 Meter Breite sind. Das heißt, man muss das 1 Meter breite Blech in 2 Meter Länge abschneiden und quer durchschieben, um ein 2 Meter Blech zu kriegen. Das ist der Grund. Nicht, der Grund ist nicht der, dass das Gefüge dann besser wird. Obwohl das behauptet wird manchmal. Aber eigentlich ist das der eigentliche Grund dafür. So. Ich stand da, was mache ich denn jetzt? Hatte denn eine Idee? Das heißt, ich hatte einige Ideen. Aber die erste, die ich hatte, ich habe ein Blech für so eine Kleinschale genommen, wo so eine Kleinschale draus entstehen sollte. Bin dann zum Schlosser gegangen, habe gesagt, schneid mir das mal durch und schweiß es mit Wick wieder zusammen. Der sagte, was ist denn das für ein Material? Das habe ich ja noch nie gesehen, das kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Hat er gemacht, hat er mir jetzt sauber wieder zusammengeschweißt. Ich habe das sauber verschliffen, habe eine Kleinschale gebaut, genau die Größe. Habe ich schon längst verkauft. Der Kunde hat nichts gemerkt. Ich habe es gemerkt, weil der Schweißer an 2 Stellen bohren gelassen hat. Das sind zwei kleine schwarze Pünktchen gewesen. Ansonsten vom Klang her war kein Unterschied zu merken. Immerhin, das war der erste Schritt. Der nächste Schritt war, meine Werkstatt ist viel zu klein. Ein Gong in der Größe kann man gar nicht allein bewegen. Dann habe ich erstmal angefangen zu recherchieren, gibt es so große Gongs, was kosten die, was würde sowas, wenn man das irgendwo anders bezieht, kosten ungefähr. Habe den Kunden eine Kostenschätzung hingeschickt und dann hat er kurze Zeit später abgesagt. Aber die Idee saß immer noch fest bei mir. Komisch. Was ist denn so mit solchen Ideen? Jedenfalls bekam ich dann vielleicht ein Jahr später, ich weiß gar nicht mehr, nee, nicht ganz ein Jahr, eine Anfrage von einem Waldorfschüler aus Eckernförde. Er wollte unbedingt als Jahresarbeit einen Gong bauen, ob ich ihm helfen könnte. Er hätte einen Schmied gefunden, bei dem in der Werkstatt darf er das gerne machen. Und der Schmied hat gemeint, er sollte sich mal lieber an Fachmann wenden. Also ein Gong ist schon ein ganz bestimmtes Fachwissen erforderlich. Und ich so, ja, kann ich machen, wenn du mir gegebenenfalls dann mal bei mir einen Gong hilfst. Ich habe so eine Idee, wir brauchen mal einen größeren Mann, den ich allein nicht bewältigen kann. Ja, ja, machen wir. Und das Winzige war, diesen Schmied kenne ich, mit dem bin ich gut befreundet. Und der hat auch innerlich eine große Nähe zu mir, weil er ein ähnliches Empfinden für Metall hat. Wie ich das aus meiner Familie kenne und das war irgendwie ganz schön. Naja, bin ich da hingefahren, dem Waldorfschüler zu helfen. Das Problem, was nämlich noch dazu kommt, wenn ich so ein großes Blech auf Metall hämmer, das heißt, ich brauche eine Metallunterlage, einen Stahltisch, der plan ist, sauber geschliffen und genauso groß wie der Gong. Ich habe bei mir eine Platte, die ist so groß, also nicht ganz so groß wie meine Gongs, aber fast, also in der Längsrichtung schon etwas größer, das reicht. Die habe ich von einer alten Kupferschmiede bekommen und die stammt von einem alten Russenpanzer, eine Panzerplatte. Und die habe ich in mühevoller Arbeit 3 Tage lang abgeschliffen. Ist nicht ganz so plan wie eine Richtplatte, aber zum Hämmern reicht es. Hervorragendes Material. Aber sowas in der Größe, dass ich so ein Riesenteil da drauf machen kann, gut finde. Ich fahre dahin nach Eckernförde zu meinem Freund, dem Schmied, und sehe, er war Berufsschullehrer und hat nach seiner Pensionierung eine Werkstatt übernommen, wo 3 solche Eisentische drin standen. So, also was da war, jetzt war ein Helfer da, jetzt war die Werkstatt mit dem Tisch da. Was nicht mehr da war, war der Auftrag. Das Blech, was groß genug ist? Naja, ich hatte ja eine Idee, wie ich ein großes Blech kriegen kann. Oder wie ich das groß genug kriegen kann.
Aber was fehlte, war das Geld für das Blech. Das ist nämlich nicht, auch nicht ganz ohne, auch wenn es nur 60 cm breit ist. Und dann zwei Haufen zusammenschweißen, habe ich gerechnet. Nee, wenn ich nur eins kaufe, dann habe ich ja nachher 2 Meter, nee, einen Moment, 1,20 Meter mal 1 Meter, dann habe ich ja immer noch keine 1,20 im Quadrat. Was mache ich denn jetzt, wenn ich nur eins mache und durchschneide? Und dann hatte ich die Idee, man muss es ja gar nicht gerade durchschneiden. Man kann es ja schräg durchschneiden und dann wie so ein Haus zusammenschweißen. Da kam ich dann auf 1,08 Meter. Ja. Aber das Geld war deswegen immer noch nicht da. Und jetzt kommt etwas aus einer ganz anderen Richtung, wo man eigentlich gar nicht mit gerechnet hat. Ich auch nicht. Ich habe eine DVD gesehen von der Lebensgeschichte von Friedrich Schiller. Und die hat letztendlich den Ausschlag gegeben. Die Konsequenz, mit der Friedrich Schiller seine Gedichte geschrieben hat. Und zwar, Friedrich Schiller war preußischer Staatsarzt. Und er ist desertiert, um seine Dichtung schreiben zu können. Das heißt, er hat sein Leben riskiert. Wenn die ihn erwischt hätten, wäre sofort hingerichtet worden. Das heißt, umgebracht worden, gar ohne Gericht. Einfach so. Desertation war das Schlimmste, was man machen konnte. Aber es war ihm wichtiger. Er hat gesagt, ich mache das nicht für weltlichen Ruhm, ich mache das auch nicht fürs Geld, ich mache das für die Ewigkeit, weil es meine Berufung ist. Wie gesagt, genauso ist das mit dem Baum auch. Der ist ein Jahr lang jede Meditation in mir in meinem Kopf aufgestiegen. Immer wieder kam dieser große Baum und ist ein großer Baum. Tja. Noch eine Geschichte. Ich habe mich mit Fachleuten unterhalten, sogenannten Fachleuten, die also ein bisschen was wissen von dieser Theorie. Die haben gesagt, wenn wir zwei Bleche zusammenschweißen, hast du dieses Gefüge und dann der Schweißen hat dieses Gefüge. Das gibt ein Störfeld, das kann überhaupt nicht funktionieren. Was sie nicht berücksichtigt haben, ist dieses hier. Wenn man es kalt hämmert, wird es homogenisiert, das Gefühl. So, jetzt habe ich erstmal genug geredet.
irgendjemand noch eine Frage? Das ist jetzt der zusammengeschweißte Kopf. Das ist aus einem zusammengeschweißten Dich. Das ist der erste, die Idee sozusagen, wo die Idee hinter stand, das jetzt endlich zu machen sozusagen? Oder ist das ist ein weiterer, der später? Das ist bisher der einzige, okay, dieser Art. Und das ist ein Neusilbergong? Ja. Weggeschweißt? Ja. Das ist aber noch nicht so ewig. Ich weiß nicht, wie lange es Wegschweißen gibt. Also mein Weiß hat gedacht, das Feiste hat ja früher die Großkongs auch aus mit der Tafel zusammengeschweißt. Ja, ja. Die haben ein unwahrscheinliches Problem gehabt. Also alle Leute sagten, es ist gar kein Problem, es zu schweißen. Mhm. Und sie haben das Problem gehabt, kamen zurück und die Schweißnähte rissen immer wieder auf, wenn kalt vermauert wurde. Mhm. Und zwar, weil ich es weiß, sie spielt im Hinterhof in der Nähe von Lübeck, das richtige Händchen hatte. Also ich habe es so gelernt, dass der Temperaturbereich, in dem man überhaupt schweißen kann, sehr gering ist, weil wenn das eine flüssig wird, fängt das andere Material sozusagen an zu verdampfen. Mhm. Also dass der Temperaturbereich sehr eng ist, wo ich überhaupt die Fähigkeit habe, es zu vereinigen. Es ist ein sehr guter Schweißer, das muss man dazu sagen. So, und mit Wickschweißen, das Verfahren an sich ist ja ein neues Schweißverfahren. Also wir haben auch mal einen, das ist aber weiß, war auch mit Wick geschweißt, das ging auch erstaunlich gut. Mhm. Ich weiß nicht, wie alt das Wickschweißverfahren ist. Also früher haben sie es noch nicht gehabt und da war es eben unwahrscheinlich schwierig, die Platten miteinander zu verbinden. Deswegen waren auch die alten Weißen Großkongs waren matt, weil die Schweißnähte weggeschliffen worden sind. Mhm. Also das Ganze. Ich habe mir hier nicht so besonders viel Mühe gegeben, die Schweißnähte ganz wegzuhalten. Ja, ich war ein bisschen zu ungeduldig, einfach die anzufangen. Aber es schadet nichts. Nein, das will ich damit auch überhaupt nicht sagen. Das ist, also, darf man fragen, von wann der ist? Ende 2009. Okay. Ja, das ist dann doch recht neu. Ja. Okay. Ja, es hat auch damit zu tun, was ich gezeigt habe mit der Unterlage. Meiste arbeitet, soweit ich weiß, auf Holz. Bei vielen Sachen, ja. Bei den Bons. Und das dehnt das Metall. Das heißt, es wird gedehnt. Das habe ich jetzt hier nicht vorgeführt. Wenn ihr auf Holz arbeitet, wird es gestreckt. Und es wird auf andere Weise gestreckt als das hier. Das wird ja auch gestreckt, aber auseinandergeschoben. Und da verwandelt sich das Gefüge. Und wenn du es nur dehnst, quasi, indem du Überzug machst, das heißt auf dem Holz, dann wird dieses unveränderte Gefüge überbelastet und könnte davon reißen. Dadurch gab es die. Ja, okay, das mag jetzt bei der Schweißnaht angehen. Ja. Ansonsten gab es nie in der Form. Das ist halt ein. Ja, Song Crash kommt die in extremen Formen sozusagen war. Oder die Hessen hätten dann auch, wenn man zu viel auf einmal bewegen wollte. Ja, ja. Das ist logisch, aber wenn es in kleinen Schritten geht, macht das noch da schon eine Menge mit. Und was für mich spannend ist, auch noch dazu gehört, ist die Wirkung der Klinge. Da kann man ja viel reininterpretieren. Also wie gesagt, ich höre den Unterschied. Ich höre den Unterschied, ob das Kristallgefühl vielleicht noch da ist oder ob das anders bearbeitet ist. Oder ich fühle das. Ich kann das nicht unbedingt über das Gehör oder genau definieren. Aber ich habe ein Erlebnis gehabt, und zwar hiermit. Das ist für mich wie ein Schlüsselerlebnis gewesen. Diese Plattenglocken, die baue ich seit nicht ganz 2 Jahren bis jetzt. Gibt es in 2 Qualitäten bei mir. Das eine ist Messing, Oberfläche geschliffen und dann genau gestimmt. Das ist die Qualität hier. Auch gut.
So. Die Premium-Qualität ist das hier. Das ist Bronze, gehämmert und natürlich ausgefüllt. Ich habe bei mir einen Glockenturm gebaut mit 5 Oktaven pentatonisch mit diesen Glocken. Und da hing der gleiche Ton wie die, das ist G2, in Bronze gehämmert an. Das war der erste Ton, den ich dem vorgespielt habe. Einfach so spontan angeschlagen. Und der Mann guckt mich völlig verdattert und sagt: Wie haben Sie das denn gemacht? Mein Tinnitus ist weg. Der kam 3 Tage später wieder, die beiden. Und dann sagt er, das hat 2 Tage angehalten. Und dann haben wir rumprobiert. Und das ist genau der gleiche Ton. Haargenau gleich gestimmt, im Computer gemessen, da passierte nichts. Dann habe ich die Bronzeplatte wieder angeschlagen, war wieder alles gut. Und er sagte, es ist nicht nur der Tinnitus, er spürt seinen ganzen Bauch, die ganze Verdauungssäfte, wie sich das alles entspannt in ihm. Und das fand ich phänomenal, zu sehen, es ist nicht unbedingt die Frequenz, sondern es ist tatsächlich noch mehr, was da mitschwingt. Und das ist das, was ich auch sage, was eigentlich zu diesem Bild meine Erfahrung ist, die ist jetzt noch unabhängig von den Klängen, ist, dass Metalle energetische Informationen speichern können. Und ich denke, das ist ganz schön anschaulich, wenn man sagt, welche Struktur kann denn wohl am meisten energetische Informationen speichern? Mikrochips dann auch immer kleiner, damit immer mehr Informationen gespeichert wird. Ist dem gar nicht so unähnlich. Nur das sind natürlich keine oder anders geordnete Strukturen, sage ich mal. Also je feiner das Gefüge ist, desto mehr kann drin gespeichert werden. Oder desto feinere Informationen kann drin gespeichert werden. Und die schwingen natürlich mit dem Klang mit. Deswegen, also man sagt von Gongs auch, dass die sich an den Gongspieler anpassen. Das ist auch eine Erfahrung, die kann ich auch bestätigen. Ne? Also wer damit spielt, wenn immer derselbe damit spielt, also ein wirklicher Gongmeister gibt seine Gongs nie an jemand anders. Der spielt die nur selber und sagt, wehe, haust mit den kaputt. Das ist genau wie mit einem Silberschmied, der seine Lieblingshämmer nicht aus der Hand gibt. Wenn ein anderer damit arbeitet, dann kriege ich mal Schmerzen im Handgelenk, wenn ich das wieder machen will. Oder er geht kaputt oder sonst was. Sowas gibt man nicht aus der Hand. Und beim Gong, der ist hochsensibel, was Klangschwingung angeht. Und das ist auch nicht alles vom Verstand her zu erklären, was da passiert. Aber es ist so. Nur, ich bin derjenige, der die Hardware liefert. Und auf welche Hardware kannst du mehr Informationen aufspielen, aufspeichern? Ja, das ist soweit. Sehr schön. Dann legst du den Schmied.